Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um das Update auf Sync 3.4 in der Bildversion 2.0.0.2.1. Die Dateien, die ihr dafür benötigt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Einfach dahin klicken, dann könnt ihr alles runterladen, dann auf einen USB-Stick packen. Den stecken wir ein. Warten kurz, es erscheint oben, Systemsoftware wird aktualisiert und wir warten jetzt mal, bis die Aktualisierung fertig ist. So, nach knapp über einer halben Stunde ist das Update fertig. Wir kriegen eine Anzeige angezeigt, bestätigen wir. Jetzt müssen wir das Auto ausschalten, rausgehen, Tür zumachen, absperren, ein paar Minuten warten und dann begrüßt uns das neue System. So, nach einem Neustart begrüßt uns das Sync-System wie gewohnt mit einer neuen Oberfläche. Jetzt sind noch nicht die Settings geladen. Die werden beim zweiten Start in der Regel geladen. Jetzt kommt auch die Info-Installation abgeschlossen. Was ihr alles Neues findet, habe ich euch schon mal in einem anderen Video erklärt. Verlinke ich euch oben über die Karte. Könnt ihr das Ganze mal nachschauen. Und einen weiteren Neustart erscheint dann auch das Ganze in dunkler Darstellung, so wie ich es eigentlich vorher eingestellt hatte. Die Icons für die Sender sind jetzt da. Diese Version ist ja nochmal ein Tickchen schneller als die Vorgängerversion. Also jeder, der schon die 3.4 drauf hat oder auch sogar die 3.3, dem kann ich eigentlich nur empfehlen, auf diese Version hier umzusteigen. Es funktioniert soweit alles sehr, sehr gut. Auch sonstiges funktioniert. Also die Fernstartfunktion und Rückfahrkamera, Parksensoren, alles was dazugehört, funktioniert natürlich weiterhin. Okay, das war es soweit zu diesem Update. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Wünsche euch noch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!